Wer einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder einen Fernseher kauft, kennt sie. Die bunten Aufkleber oder Hinweisschilder, durch die der Energieverbrauch erkennbar ist. Seit Ende 2015 haben alle Heizungen und Warmwasserbereiter für Wohnungen und Häuser ebenfalls ein solches Energielabel. Damit möchte die EU mehr Transparenz für Verbraucher schaffen. Diese sollen beim Kauf auf einen Blick und ohne Vorkenntnisse die Energieeffizienz der Geräte einschätzen können. Mit Öl, Gas oder Strom betriebene Heizgeräte sowie Wärmespeicher müssen gekennzeichnet werden. Energielabel erhalten auch Geräte, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen. Inzwischen werden auch alle Heizsysteme, die Holz verbrennen, gelabelt. Heizgeräte tragen verschiedene Energielabel. So sieht beispielsweise ein Produktlabel für einen Gasbrennwertkessel aus. Wer ein solches Produkt kaufen möchte, bekommt vom Händler oder Handwerker die entsprechende Energiekennzeichnung schon mit dem Angebot. Moderne Heizsysteme verbinden mehrere Komponenten. Für diese Kombination gibt es das Verbundanlagenlabel. In diesem Beispiel wurde ein Heizkessel mit Solarkollektoren, einem Warmwasserspeicher und einer intelligenten Steuerung kombiniert. Rechts sehen wir die Effizienz des gesamten Systems. Diese kann sich für Warmwasser und Heizung unterscheiden. Das Verbundlabel bewertet zum ersten Mal das gesamte System. Vorteil für Handwerker und Kunden: So wird erkennbar, wie effizient die Wärmeversorgung wirklich ist und wie man durch eine clevere Zusammenstellung Energie sparen kann. Hier gilt: Nur die Verbindung von Solarwärme mit effizienten Heizsystemen sowie einige Wärmepumpen erreichen die Top-Bewertung A3+. Auch die effizienteste Heizung erreicht ohne erneuerbare Energien maximal das einfache A. Für die Planung einer Heizungsanlage aus Geräten verschiedener Hersteller muss der Handwerker die Energieeffizienz des Gesamtsystems selbst berechnen. Das geht ganz einfach online. Der Installateur muss lediglich die Werte der Komponenten eintragen. Die Software liefert dann das Verbundlabel für die kundenspezifische Gerätekombination. Der Handwerker druckt das Label und ein Datenblatt mit der Berechnung aus und überreicht es dem Kunden. Jedes Gebäude ist anders, genauso wie die Bedürfnisse seiner Bewohner. Durch die Kombination verschiedener Produkte zu einem Heizsystem sind Installateure in der Lage, energieeffizientere Lösungen anzubieten und diese kundengenau anzupassen. Und die Energielabel zeigen die optimale Zusammenstellung der Geräte. Kunden können die Effizienz von einzelnen Wärmeerzeugern und Verbundanlagen einfacher miteinander vergleichen. Und das schon beim Angebot. Die Entscheidung für Systeme mit erneuerbaren Energiequellen wird erleichtert. Dadurch können Sie Heizkosten sparen und die Umwelt schützen. Sie haben noch Fragen? Weitere Informationen finden Sie unter www.labelpackaplus.eu/Österreich.